an Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin. Diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Herzlich willkommen bei den Dysonauts zu einer kleinen Zwischenfolge über den Stand unseres Hashtags Rank and File 22. Moin Hauke. Hallo Piwi, hallo liebe Zuhörer. Moin, Hashtag RNF22, muss ich ja ganz ehrlich sagen, geht ganz schön durch die Decke. Ja, alle, die noch mal ein bisschen Bock hatten auf Rank and File, die sind wohl aus den Löchern gekrochen, so langsam aber sicher halt. Ja, ich würde vielleicht gleich, wenn wir mal so besprochen haben, wie weit wir denn so sind, würde ich vielleicht mal einen kurzen Blick rüberwerfen auf unseren Discord, wo die Leute dann natürlich dort auch ihre einzelnen Sachen dann auch gezeigt haben, sodass wir da vielleicht mal eben so ein paar Sachen dann rausgreifen können, was die anderen nämlich machen. Und ich bin gespannt auch, was der Tablepot macht mit dem Hashtag RNF22. Die haben nämlich auch einen eigenen Kanal quasi in ihrem Discord gemacht. Da wollen wir mal gucken. Hauke, wie steht's denn bei dir? Also, ich musste mir erstmal eine Liste machen, aber eigentlich als allererstes, eigentlich sind wir ein traditionell alkoholfreier Podcast, aber ich habe gedacht, heute trinke ich mal Jever. Sehr gut. Ich halte dagegen, weil ich gerade vom Reha-Sport komme, mit Mineralwasser und Gemüsesaft, sprich also Rhabarber drin. Ob Gemüse... Also Gemüsesaft finde ich hart, aber ob Rhabarber jetzt eine Frucht oder ein Gemüse ist, da streiten sich ja tatsächlich die Geister drüber. Ne? Weiß nicht, ich finde es immer nur geil, wenn auf der Packung Gemüsesaft draufsteht. Das stimmt. Aber nun wollen wir euch auch kein Gemüse ans Ohr labern, sondern ich fange einfach mal an. Mit was ist Sachstand bei mir eigentlich mit Hashtag Rank and File 22? Also, das ist gar nicht so einfach zu erzielen, denn an sich ist das ja ein, wie man neudeutsch so sagen würde, ein iterativer Prozess zwischen Hintergrundgeschichte und Armeeliste. Das heißt, zum einen gewissen Teil denke ich mir die Hintergrundgeschichte aus und gleiche die Armeeliste darauf ab. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Sachzwänge der Armeeliste, die dann auf die Hintergrundgeschichte wieder halt durchschlagen, so dass das im Großen und Ganzen ein Geben und Nehmen der beiden Aspekte ist. Aber letztendlich ist das ja auch Sinn und Zweck der ganzen Nummer, ne? Denn ich sag mal so, eine schlagkräftige Armeeliste, die völlig vom Hintergrund losgelöst ist, zu bauen, ist ja nicht weiter schwierig. Da muss man halt nur das Meta kennen und dann die entsprechenden Punkte und Figuren halt für besorgen. Aber darum geht's ja gar nicht. Es geht ja darum, halt etwas in den Fluff einzubauen, was cool ist. Und der Aufhänger war, dass ich mir in Anbetracht dessen, wie die Bretonen eigentlich so geschrieben sind, ne? Sie verbinden ja viele, viele Gesichtspunkte des Mittelalters, teilweise des Hochmittelalters, habe ich mir eine eigentlich auch relativ verbreitete Geschichte ausgesucht, nämlich die weiße Dame, also sprich, das alte Schlossgespenst. Nur meins ist halt nicht hässlich, sondern hübsch. Und kann man nicht anders sagen halt, ne? Und das ist dann nicht die weiße Dame, sondern in irgendwie, ich würde so Proto- oder Pseudo-Französisch, es ist halt dann La Dame Blanche. Und genau genommen ist es Eloise La Peur Sommer. Der Name hat sich mittlerweile auch schon wieder geändert. Eigentlich war der Name anders gedacht, aber das ist jetzt ihr Name. Und der Grundgedanke ist halt, eine Untotenarmee zu haben, die eigentlich gar nicht böse ist, sondern die gut ist. Ach. Eine Armee von rachdürstigen, gerechten untoten Bretonen. Und der Grundgedanke ist halt, dass sie halt das Unrecht, das ihrer Familie angetan wurde, es halt auf ewig rächen wird. Und dementsprechend kommen die halt auch nach dem Tod halt zurück, um halt dann ihre Grafschaft halt zu schützen.
Und da kommen wir auch dann zur Armee-Liste halt, ne? Das erstmal so als Aufhänger. Und ich hatte es ja schon in der ersten Folge angekündigt oder gesagt, dass ich hier grundsätzlich eine Appendix-Armee-Liste nehme. Mhm. Aus dem damaligen Armee-Buch Untote. Und die wird dann dort aufgeführt als Legions of the Damned. Und das ist dann eine sogenannte Necromancer-Armee. Und das entscheidende Kriterium halt daran ist halt, dass diese Necromancer-Armee halt keine Vampire enthält. Was irgendwie auch ganz geil ist, halt, wenn man halt Gruftkönige hat. Aber, nee, ist ja gar nicht Gruftkönige, aber nicht Vampirfürsten ohne Vampirfürsten. Aber dadurch, dass man halt eben den sehr, sehr schlagkräftigen Vampir oder die sehr, sehr schlagkräftigen Vampire nicht hat, fehlt einem natürlich so ein bisschen die Dampframme der Armee, ne? Und das wird dadurch ausgeglichen, dass viele Einheiten billiger werden. Also gerade bei Skeletten, also bei den Core-Einheiten, Skelette oder Zombies sind pro Modell ein Punkt billiger, kosten nicht mehr 8 bei Skeletten, sondern 7 Punkte. Und wenn man bedenkt, dass ich 60 Skelette in der Armee habe, kommt da natürlich einiges zusammen an Punkten, ne? Ja, das stimmt. Und nun haben wir ja zum einen die 1500-Punkte-Beschränkung und zum anderen die Necromancer-Armeelisten-Beschränkung, aber natürlich auch die der Armeeliste selbst innewohnende Beschränkung. Das bedeutet 1500 Punkte, davon dürfen Punkte für 3 Helden ausgegeben werden. Kein Lord, nur Helden, also 3 Helden kann ich nehmen. Und ich muss meine Punkte verteilen auf Kerneinheiten mindestens 2, Spezialeinheiten bis zu 3 und seltene Einheiten bis zu 1. Und die Necromancer-Armee-Liste gibt wiederum vor, dass zum Beispiel bei den seltenen Einheiten, da gibt es halt nur noch eine Banshee. Zu den Spezialeinheiten gehören halt Einheiten, die sonst Kerneinheiten sind. Zum Beispiel, ich glaube im Deutschen heißen die Todeswölfe, Direwolves. Schwarze Ritter, also untote Skelettreiter, Gruftwachen und dergleichen. Und im Großen und Ganzen habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass ich meine 3 Charaktermodelle auch tatsächlich ausschöpfe. Das eine ist halt Eloise. Das ist dann eine Nekromantin. Und weil für die Untoten halt die Magiephase ausgesprochen wichtig ist, wird die natürlich auf Level 2 hochgerüstet. Ja klar, würde ich genauso machen, ja klar. Dann habe ich noch 2 weitere Einheiten. Und eigentlich hätte ich gerne ein Gespenst genommen, aber das haut mit, also es haut zwar von den Punkten und auch vom Hintergrund würde es hinhauen, aber irgendwie will ich ja auch noch ein bisschen Schlagkraft haben. Das bringt ja nichts, eine Armee aufzustellen, die wirklich gar nichts kann. Also bisschen muss die ja auch reißen können. Genau. Die reine Armee, die damit Wattebäuschen wirft quasi, das kannst du, genau. Also hintergrundtechnisch klingt zwar geil, aber wenn es nachher auf dem Schlachtfeld nicht funktioniert, dann stehst du da natürlich, klar. Genau, und das habe ich halt überlegt, was sonst noch Sinn machen würde. Und da ich ja, wie ich schon sagte, für die Untoten halt die Magiephase ausgesprochen wichtig ist und du die Magiephase an sich dominieren und gewinnen musst, sonst kannst du mit dieser Armee nicht antreten, das ist einfach so, ist es für mich halt wichtig, viele, viele Energiewürfel zu haben. Das heißt, jeder Spieler hat von vornherein 2 Würfel, mit denen er halt ein gewisses Ergebnis würfeln kann, um Zaubersprüche zu sprechen. 2 hast du von vornherein. Für jeden Zauberer einer Stufe kriegst du einen weiteren. Das heißt, durch Eloise würde ich 2 dazu bekommen. Und ich muss das aber weiter hochpushen. Und deshalb brauche ich halt 2 weitere Nekromanten. Das hört sich dann allerdings echt bärtig an, ne? Also so 3 Nekromanten. Und da habe ich mir folgendes gedacht. Eloise ist halt nicht alleine, sondern sie wird begleitet von ihren beiden damaligen Hofnarren. Ach, wie geil. Und diese Hofnarren stelle ich da mit, und die sind heute geliefert worden, mit Pumpkin Horrors von Reaper Miniatures. Das sind Schneemänner mit aus Kürbissen. So mit einem spitzen Hut und einem Besen in der Hand, aus Kürbissen, so mit der Jack-O-Laterne noch mit so einem Gesicht reingeschnitten. Halt. Die sehen halt aus wie Schneemänner oder Vogelscheuchen halt. Ne? Passt aus meiner Sicht gut. Das ist, der eine ist dann halt ein Level-1-Nekromant, der andere Level-2-Nekromant, denn auch bei den Hofnarren muss es ja ein gewisses Gefälle geben, wer der erste und wer der zweite Hofnarr ist. Und diese Leute sind im Prinzip dabei, um weitere Magiewürfel zu generieren und Zaubersprüche mitzubringen halt, ne? Und vor allem,
die Figuren, wenn man sich die mal anguckt, haben natürlich den Inbegriff des Comics in sich, ne? Und neben der ganzen Armee auch so ein bisschen das Grimdarke, was es so generell haben könnte, ne? Es wird eher eine komische Armee, es trifft es nicht, aber eine Armee mit dem Augenzwinkern. Und das finde ich ganz gut gelungen. Eloise hat auch, da sie ja dieses Gespenst sein soll, ne, als magischen Gegenstand, ich muss mal kurz hier auf der Liste gucken. Im Englischen heißt es dann Cloak of Mist and Shadows, was dazu führt, dass sie halt als spektrale Gestalt gilt. Ne? Also sie kann halt nur von magischen Waffen halt verwundet werden. Mhm. Eine Auswahl, die wirklich nur für den Hintergrund ist, von der Spielmechanik ist es total kontraproduktiv, weil sie viel, viel stärkere Sachen haben könnte. Okay, ohne jetzt super in die Details zu gehen. Eloise als Magierin, Jack und Jule, ihre beiden Hofnarren als... Jack und Jules. Genau, ihre beiden Hofnarren, die wiederum auch Nekromanten sind. Und die beiden tragen dann auch noch magische Gegenstände, die halt gebundene Zaubersprüche haben, um halt noch mehr Zaubersprüche zu sprechen in der Magiephase. Und das kommt dann so Pi mal Daumen auf knapp 370 Punkte. Für die drei dann quasi, mit ihren magischen, genau, Gegenständen. Ja, okay, alles klar. Genau. Figuren sind jetzt vorhanden. Wie gesagt, wurden heute geliefert. Nochmal herzlichen Dank an Fantasy Welt. Die wussten natürlich gar nicht davon, dass sie es heute liefern. Und da hatte ich auch wieder so einen Herzinfarkt bekommen. Ne? Ich hatte bei Fantasy Welt bestellt und habe auch da nicht ohne Hintergrund bei Fantasy Welt bestellt. Einfach nur, weil ich da ein Kundenkonto hatte und die eine gute Auswahl haben und der Shop eigentlich ganz gut aufgebaut ist. So, und dann bestell ich den Kram und da waren halt auch diese Pumpkin Horrors als lieferbar dargestellt. Ah, geil. Dann drücke ich auf bezahlt und dann sind die als nicht lieferbar da. Oh nein. Erscheinen die da, ne? Und da dachte ich auch schon so, Alter, nicht schon wieder. Das hatte ich schon mal bei Fantasy Welt. Ne? Ich dachte, Alter, das kann nicht sein. Das müsst ihr mir doch vorher sagen. Ne? Aber in der Tat, sie waren wohl nicht lieferbar, nachdem ich bestellt hatte, sodass die Sachen völlig anstandslos heute geliefert wurden. Und ich hatte zwar schon so einen Hals, präventiv, aber völlig zu Unrecht. Alles gut. Halt, ne? Manchmal kann so ein präventiver Hals auch ganz gut sein, um dann nachher wieder runterzufahren und zu sagen, ah, hat doch noch alles gut gegangen. Ja, in der Tat. Auf der anderen Seite, zur Bemalung, da komme ich gleich zu. Also die Charaktermodelle sind damit durch, sind alle vorhanden. Die Jungs hier, die Kürbisjungs, müssen noch zusammengeklebt werden, ansonsten ist eigentlich alles fit. Die Armeeliste selbst, muss ich mich ja wieder daran orientieren, ne? dass ich halt eine Mindestauswahl an Kerneinheiten brauche. Das ist nicht mein Problem. Allerdings, weil ich halt Skelette nehme und ich habe drei Einheiten Skelette drin. Einmal mit 20, einmal mit 20 und einmal mit 18. 18 ist einfach dem geschuldet, dass ich die letzten Punkte dafür nicht mehr hatte. Ich war bei 1509 Punkten, musste irgendwie diese 9 Punkte zurechtschneiden und habe ich mich dazu entschieden, aus der einen Einheit 2 Skelette rauszunehmen, was aber eigentlich auch nicht schlimm ist, denn dann kann ich diese Einheit, normalerweise würde ich die als 20er Blöcke aufbauen, um den vollen Rangbonus von vornherein mitzubringen, aber wenn ich diese Einheit von vornherein auf 6 mal 3 aufbauen, also sprich, der hinterste Rang ist überhaupt nicht vorhanden, aber durch die untote Magie kannst du ja neue Skelette hinzubeschwören. Und dann würde ich genau diese Einheit nehmen halt und da das immer wieder reinpumpen halt. Macht halt auch Sinn. Mal eben Zwischenfrage, hast du dann nicht die Möglichkeit, noch irgendwie was anderes Cooles zu nehmen, außer deine Skelette? Ja, wo du sagst, ich mache ein paar Skelette weniger und pack dafür was rein, so, hast du da irgendwie eine Alternative im Kopf gehabt? Ja, alles andere, was jetzt kommt, war unverzichtbar. Es ging halt nur noch, da Skelette rauszunehmen. Alles andere ging nicht, was ich da irgendwie rauszunehmen. Ich habe noch eine Einheit, und das sind jetzt die Spezialeinheiten, eine Einheit Gruftwachen. Das ist sozusagen der Chaos-Krieger-Anteil der Untoten-Armee. Das ist eine Einheit, die ist relativ gut gepanzert und kann halt ziemlich hart mit der richtigen Magie dahinter halt, ne? Kann die halt sehr gut und sehr hart zuschlagen. Die war nicht verhandelbar. Darüber hinaus, die im Armeebuch heißen sie Schwarze Ritter oder Black Knights, aber es sind tatsächlich Untote, berittene Untote, die ich umgebaut habe mit Bretonenteilen zu
und toten bretonischen Rittern halt, ne? Mit bretonischem Banner, Helm und dergleichen. Ja. Und der wesentliche Hintergrund dieser Einheit soll halt sein, dass das halt die Ritter sind, die halt in das Reich von Eloise eingedrungen sind und dort um das Zeug gemacht haben. Und die sind dann halt, haben halt ihre Queste halt verfehlt, weil sie nicht rein Herzens waren und müssen jetzt für sie halt in Schuldknechtschaft kämpfen halt. Ah, geil. Und das ist auch eine Einheit von 6 Leuten und da konnte ich auch keinen mehr wegnehmen. Aber das ging nicht. Und da habe ich schon den Musiker weggespart halt. Ja, dann heißt der Anführer der Einheit heißt dann Jean-Jacques Gelee. Schreib das bitte auf. Oder Jean-Luc. Oder Jean-Luc, ist mir egal. Aber irgendwie brauchst du einen, der Jean-Jacques Gelee heißt. Und viel mehr habe ich auch nicht mehr. Da habe ich noch eine Banshee als Spezialeinheit. Okay. Als seltene Einheit. Einfach, weil das eine Einheit ist, die sehr beweglich ist und in bereits bestehende Nahkämpfe hereinschießen darf. Das heißt, die kann da richtig Druck nochmal raufgeben auf den Kessel. Und als letzte Einheit habe ich, das ist eine Spezialeinheit, heißt es auf Deutsch, genau, eine Spezialeinheit. Das sind Riesenfledermäuse, für die ich allerdings die Modelle der damaligen Carrion Birds nehme. Das sind diese untoten Raubvögel, auf denen so kleine Gespensterreiter drauf sitzen. Oh, ich glaube, ich erinnere mich. Sahen die aus wie Geier? Genau. Die sehen aus wie so ein Mittelding zwischen Geier, Dinosaurier und Adler. Geil. Und obendrauf sitzen Gespenst. Und das ist einfach eine Einheit, dadurch, dass sie fliegen kann, die mir viel operative Freiheit dann gebietet. Ne? Also bietet halt. Wie Kriegsmaschinen angreifen oder in die Flanke angreifen. Aber dadurch, dass die Einheit auch eine gewisse Stärke haben muss, damit sie überhaupt den Flankenangriff ernsthaft durchführen kann, musste die halt auf 5 wiederum sein. Mhm. Sodass ich letztendlich jetzt bei 1500 Punkten, exakt bei 1495 Punkten bin. Alle Modelle sind vorhanden, alle Plastikminiaturen sind entgratet und gebased. Müssen nur angesprüht werden, dann geht das los mit dem Bemalen. Einige Sachen muss ich noch zusammen, also die Metallfiguren muss ich insbesondere noch zusammenkleben, teilweise entgraten. Und dann geht das los. Oh, cool. Ich meine, du hast ja schon einige Bilder bei uns im Discord gepostet gehabt, ne? Von den Sachen. Genau. Wirklich, wirklich schick. Das ist halt das, was mich an diesem Spiel Warhammer Fantasy Battle echt so total anbockt. Das ist halt, dass man sich wirklich Gedanken machen muss, was man eigentlich will, ne? Und wenn man sich mal überlegt, wie so eine Untotenarmee eigentlich funktioniert, sie hat, unabhängig davon, ob man Vampire hat oder nicht, hat sie eigentlich einen großen Vorteil. Du hast wirklich viele, viele Fußkämpfer. Also wenn du es denn drauf anlegst, ne? Du kannst auch nur mit Großmodell aufkreuzen. Das ist dann bist halt selbst schuld. Also wenn du es vernünftig machst, dann hast du halt viele, viele Skelette oder Zombies. Zombies habe ich in meinem Fall jetzt nicht. Mhm. Und diese Armee ist ja durch die Bank, wie sollte es auch anders sein, untot. Und das bedeutet ja, dass sie immun gegen Psychologie ist. Das heißt, die laufen nicht weg. Die bleiben da stehen und kämpfen. Die kämpfen nicht gut, aber eine andere Einheit deines Gegners, die in einem Kampf mit deinen Untoten ist, die kann sich nicht mehr bewegen. Du kannst die halt fixieren und du führst sie im Prinzip in so einen Fleischwolf herein. Ne? Ja. Und als Untoter ist es halt häufig so, dass du viele Modelle verlierst oder sehr, sehr viele, aber den Kampf als solchen dann doch gerade eben noch gewinnst. Und wenn dann der Gegner flieht, weil deine Figuren halt alle angsterregend sind und du sie dann einholst, dann machst du sie ja komplett platt einfach. Ne? Ja, das ist krass. Einheiten, die nicht immun gegen Psychologie sind, fliehen sogar automatisch, wenn sie den Nahkampf verlieren. Das heißt, sie würfeln überhaupt nicht mehr. Ne? Ob das jetzt bei Salis Sigma-Leuten genauso zur Anwendung kommt, muss man halt mal gucken. Aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, hat das Sinn und Zweck hier mit meiner Armee. Hast du denn irgendwas drin, was denn, sag ich jetzt mal, so Angst verursacht? Die Banshee zum Beispiel? Macht die das nicht auch? Wenn ich das gerade so überblicke, jede Einheit, also wirklich jede Einheit, die ich habe, erzeugt Angst. Ach, krass. Ich dachte jetzt nur so irgendwie so die Banshee und klar, die Eloise sowieso. Und vielleicht auch noch die Vögel. Aber dass dann auch deine Skelettkrieger da vorne stehen und mal kurz Buh machen und dann auf geht's. Geil. Also
typischerweise ist das, wie gesagt, bei Sali mit seinen Sigma-Leuten und den Flagellanten ist es vielleicht ein bisschen anders. Aber ansonsten ist es so, dass jede gegnerische Einheit, die dich angreifen will, muss erstmal einen Psychologietest machen. Und wenn du das natürlich, also ein von fünf oder sechs vergeigen die halt, ne? Aber wenn die das die ganze Zeit ununterbrochen machen müssen, dann geht es halt auch mal irgendwann schief halt, ne? Dann einfach dann das Gesetz der hohen Zahl. Und dann ist halt natürlich doof halt. Mhm. Eigentlich hätte ich gerne noch ein oder zwei Einheiten dabei, die sogar entsetzen, also sprich Terror erzeugen. Aber da habe ich einfach nicht mehr die Punkte für gehabt. Die wäre dann beim nächsten 500-Punkte-Block dabei. Ja, ich bin gerade überlegen, ob du lieber was rausschmeißen solltest und dafür dann sowas mit reinnehmen könntest oder solltest. Aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Ich glaube, du hast da mit deinen Standardeinheiten und nochmal diesen Kriegern und so, hast du, glaube ich, ordentlich was drinstehen, womit du den Leuten echt auf den Sack gehen kannst. Man muss sich halt überlegen, ne? Ich hab als Charaktermodelle habe ich halt eine Nekromantin Stufe 2, die kann im Nahkampf gar nichts. Dann habe ich einen weiteren, so einen Kürbisjockel Stufe 2, der kann im Nahkampf auch nichts. Und der dritte ist noch eine Stufe niedriger und kann im Nahkampf auch nichts halt, ne? Die gehören auch überall hin, nur nicht in den Nahkampf halt, ne? Nee, also müssen die auch. Die müssen irgendwo rumstehen und ihren Zauberkrams machen, aber nicht kämpfen. Und das heißt, den harten Kämpfern habe ich nichts entgegenzusetzen, außer ein paar klappernde Skelette, die dann aber wieder, nachdem sie zu Klump gehauen wurden, wieder auferstehen. Und dann in diesem von mir beschriebenen Fleischwolf die Armee einfach zu Tode grinden halt sozusagen, also die gegnerische Armee. Ja du, wenn du gut würfelst oder so, kann das ja auch durchaus funktionieren, ne? Das ist ja die Überlegung. Aufgrund dessen, dass ich halt so viele Würfel habe, kommt es halt dann nicht mehr auf gut an, sondern einfach dann das einfach Statistik halt. Ne? Ah, geil. Hast du denn vor, die Eloise quasi dann irgendwie hinter den Kriegern zu verstecken? Von der Schlachtlinie wäre es halt so, dass ich zwei Einheiten, also grundsätzlich würde ich eine verweigerte Flanke spielen. Das heißt, ich würde irgendein Geländestück nehmen, also jetzt bei einer offenen Feldschlacht, irgendein Geländestück nehmen und da sozusagen als Schulter meine Armee dran legen, dass von der Flanke nicht direkt angegriffen werden kann und dann meine Armee ziemlich dicht zusammenstellen, sodass der Gegner, egal in welcher Einheit er im Nahkampf ist, Gefahr läuft, mit einer zweiten Einheit im Nahkampf zu stehen. Und sozusagen als Ankerpunkte der Schlachtlinie habe ich jeweils eine Einheit Skelette mit Speeren, die dann halt aus zwei Rängen kämpfen können und jeweils 20 Mann mitbringen. Das ist auch schon mal eine Ansage. Das ist eine Ansage, ja. In der Mitte hätte ich dann die Gruftwachen als harter Hammer und daneben als, um halt Einheiten zu fixieren, die dritte Einheit Skelette, die mit der Sollstärke 18 startet. Die ist halt komplett billig ausgerüstet, aber die hat auch nur die Aufgabe, relativ nach vorne vorzugehen, den Gegner zu fixieren, sodass ich ihn dann im nächsten Zug selbst angreifen kann. Auch das muss man ja bedenken. Die Untotenarmee lebt ja davon, dass sie in der Magiephase sich bewegen kann. Die hat ja zwei Bewegungsphasen, wenn das in der Magiephase richtig läuft. Und das ist natürlich ein strategischer Vorteil, den man unbedingt nutzbar machen muss. Also wenn man das nicht nutzbar macht, dann muss man eine andere Armee spielen, weil das einfach die Stärke dieser Armee ist. Nachteil ist, dass die Armee vielfach nicht marschieren kann. Also sie ist eingeschränkt, aber auch bevorteilt. Und man muss halt dann irgendwie den Vorteil natürlich nutzbar machen, sonst wäre das ja nichts. Was haben die denn für eine generelle Bewegung, die Skelette? Ich meine, dass die Skelette eine normale Bewegung von 4 haben und eine Einheit darf halt die normale Bewegung von 4 machen und wenn sie marschiert, darf sie ja die doppelte Reichweite gehen. Aber Untote dürfen nur dann marschieren, wenn in der Einheit ein Charaktermodell ist oder wenn die Einheit innerhalb von 12 Zoll um den Armeegeneral ist. Darum ganz wichtig, alle Einheiten dicht um den Armeegeneral hier halten, verweigerte Flanke, alles zusammenziehen und dann davon maximal zu profitieren. Mhm. Und dann aber auch, um halt irgendwelche anderen Sachen, halt um operative Freiheit zu haben, halt die Flieger und die Kavallerie. Ja, ich glaube, das ist ein ganz passendes Ding. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und als Schwerpunktwaffe noch die Banshee halt. Ne? Ja gut, die kannst du ja dann halt auch durch die Gegend schieben, wie du lustig bist. Ich schätze, die wird auch irgendwie eine Bewegung von, was hat die? 6? Das weiß ich aus dem Kopf nicht. Ist egal. Auf jeden Fall kannst du die natürlich gut mit nach vorne schieben. Ja.
Ist doch voll super. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, ne? Von wegen der Plan und erster Feindkontakt und so. Am Ende ist es ja sowieso alles mal ganz anders. ja, wollte ich gerade sagen. Der Plan ist super, aber dann gucken wir mal von wegen, was Sally denn nachher da auf den Tisch stellt und so. Jetzt fehlt mir nur noch eine Sache, die wir überhaupt noch nie besprochen haben, ist das Gelände, wo die Schlacht drauf stattfinden soll. Denn ich finde immer, so ein Gelände muss immer so ein bisschen Geschichte erzählen. Einfach irgendwas draufstellen ist easy. Das fand ich immer so bei Fantasy immer so den Casus Knactus. Da steht ganz links ein Wald und dann steht ganz rechts ein Wald und dann stehen einfach die Blöcke gegenüber und laufen einfach auf sich zu und mal gucken, wer sich so gegenseitig dann irgendwie wegtrommelt. Pibi, deshalb sind wir beide auch das unangefochtene Dreamteam des deutschen Tablepod-Podcastes, echt. Weil wir uns sogar verstehen, ohne drüber zu sprechen. Und zwar, ich habe meinen Bemalplan von 3 auf 2 Monate gestrafft. Alter Schwede, das wird ein hartes Ding. Aber aus der Überlegung heraus, ich brauche noch 1 Monat, um Gelände zu bauen. Und ich werde folgendes Gelände bauen, oder zumindest habe ich mir das vorgenommen. Zum einen, Moors Garten fliegt hier noch durch die Gegend. Das ist ja nun ein Selbstgänger, das dazu zu bauen halt, ne? Einfach dann Zappi das mäßig ansprühen und irgendwas mitmachen und gut ist. Soll ja auch kein Opus Magnum werden, aber halt Moors Garten. Dann habe ich noch diese komische Gruft, die es irgendwann mal von Games Workshop gab. Die fliegt hier auch noch rum. Oh ja, die habe ich auch noch, glaube ich. Diese kleine Kapelle, meinst du? Genau. Und ich habe noch, da kannst du auch kein vermitteln und kein erzählen. Meine Frau hat mal einen Bilderrahmen zusammengeschustert und da drin war dann eine Tanne, Kunstschnee, ein Reh und ein Fuchs. Und dafür brauchte sie eine riesige Packung von Nochbäumen. Und das sind diese nicht so filigran gehaltenen, die sehen eher aus wie so ein aufgespießter Schwamm. Ja. Und da habe ich noch ungefähr 20 oder 30 Bäume voll. Und diese Bäume habe ich alle auf die alten, ganz, ganz dünnen Waffenteam-Bases von Games Workshop geklebt. Ich weiß, ich kann es nicht daran noch erinnern. Ich glaube, die haben 60 oder 50 Millimeter Durchmesser. 60 hatten die, ja. Mhm. Und im Gegensatz zu allen anderen Waffenteam oder allen anderen Bases waren die halt nicht so hoch, sondern ganz platt. Also gerade die Jungs von der Stahllegion lagen da immer drauf. Die war so ganz dünn. Ja, stimmt. Da hatte ich auch noch eine Packung von. Nun habe ich da alle Bäume draufgeklebt. Und werde die Bäume dann halt für so einen bretonischen Wald zusammenbauen und begrasen und begrünen und weiß der Geier was. Und das ist jetzt nicht mein Gedanke, sondern kommt aus der Abenteuerbox Gawain's Quest. Ich werde den Baum der Schilde bauen. Das ist dann so ein großer Baum, an dem die ganzen Schilde der gescheiterten Questritter hängen. Oh, geil. Das sieht bestimmt Hammer aus. Da bin ich ja gespannt drauf. Und dazu noch, weil es dann auch sein muss, noch ein Moor halt. Und dann kann es losgehen. Ja, wollte ich gerade sagen. Wenn du noch irgendwas brauchst, dann musst du eben Bescheid sagen. Ne? Also der Drucker, der kann dann ruhig auch ein bisschen noch Sachen drucken. Ne? So sind nicht. Musst du der Jay bemerken. Da komme ich in Zweifel sehr gerne drauf zurück, Pi. Ja. Sehr gut. Okay. Wollen wir mal im Discord gucken, was die Leute dort alles gepostet haben und mal eben kurz einen Abriss machen? Aber Attacke. Pass auf. Also, wir haben ja bei uns auf dem Discord haben wir einen extra Text-Channel gemacht mit dem Hashtag RNF22. Und dort haben sich auch so ein paar Leute schon eingefunden. Und ich fange jetzt einfach mal an, von oben nach unten einfach mal so ein paar Sachen durchzugehen. Der Zinnsoldat zum Beispiel, der hat eine hammermäßige Rank-and-File-Armee mit Amerikanern gemacht. Amerikanischer Unabhängigkeitskrieg, Bürgerkrieg, keine Ahnung, was es ist genau, aber es sieht einfach nur geil aus. Und er hat dann irgendwann drunter geschrieben, dass er immer noch hier 2 Regimenter und 2 Kompanien, die er jetzt bereits fertig hat, und das 6. und 7. Michigan Volunteer Cavalry Regiment fehlen noch und natürlich Brigadegeneral George Armstrong Custer. Der Junge geht völlig steil. Hast du die Sachen mal angeguckt? Das ist der Burner. Ich habe es in Erinnerung. Ich bin gerade dabei, verzweifelt das nach oben zu scrollen. Alter Schwede. Das ist geil, ne? Ja. Also das ist auch Rank and File. Das zählt natürlich komplett mit in diese ganze Geschichte mit rein. Das ist ja
Es ist ja der Inbegriff dessen, was ich die ganze Zeit predige halt. Ne? Es ist echt ein Schmerz im Arsch, diese Massen von Figuren anzumalen. Und es ist jetzt auch nicht unbedingt die kreativste Tätigkeit. Wobei das, also es geht eher Richtung Kunsthandwerk als Richtung Kunst halt. Ne? Also hier unser Manuel, wenn der so eine Figur anmalt, sieht das aus wie Kunst. Wenn Zinnsoldat seine Figuren da fabrikmäßig halt anmalt, will ich mir nicht die Kunst absprechen, das ist nicht der Punkt, sondern einfach, das ist eine Sache von Disziplin und harter Arbeit halt, ne? Und nicht Kreativität. Also die steht zumindest nicht im Vordergrund. Aber das Ergebnis, Alter, ist einfach nur atemberaubend. Das ist geil, ne? Und wenn ich ein bisschen weiter runter scrolle, dann sieht man auch von wegen, wie er seine abgesessenen Reiter fertig gemacht hat. Und da mal ein dickes Shoutout an Martin Feller mit Kugelhagel und so weiter und so fort. Martin malt seine Figuren nämlich genau so an, mit den Grundfarben. Und dann kommt er einfach nur, so sieht es zumindest so aus, Zinnsoldat, korrigier uns bitte, wenn das da falsch sein sollte. Es sieht aus wie einfach nur Ami-Painter hier Dip. Und dann aufgetragen und trocknen lassen und fertig. Und das Ergebnis spricht für sich. Ich finde, bei solchen Armeen kann man das ruhig mit Army Painter, Dip und so weiter und so fort machen. Auf jeden Fall. Es ist wirklich, es guckt sich keine Sau, guckt sich die Einzelfigur an. Es geht um das Gesamtensemble einfach. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise. Wenn du da jede Figur wirklich auf höchsten Standard bemalst, dann wirst du halt niemals fertig. Ja, das ist einfach so halt. Ne? Dann wirst du ein bisschen rammdösig in der Birne, da kann ich dir schon mal so sagen. Ey. Da verlierst du auch, glaube ich, irgendwann die Lust. Also ich habe da so ein bisschen so ein Disziplinproblem, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich dann meinen Malstandard an so eine Armee anlegen würde. Das ist echt krass. Wenn ihr wissen wollt, worüber wir genau reden, dann kommt zu uns auf den Discord in den Textkanal RNF22. Guckt euch das mal an. Den Link für unseren Discord findet ihr bei uns auf der Internetseite www.dysonauts.com oder ansonsten kommentiert einfach hier drunter und dann laden wir euch dazu ein. Überhaupt kein Problem. Den Link poste ich dann natürlich unten in die Beschreibung des Ganzen. Gehen wir ein bisschen weiter runter. Dann kommt irgendwann der Nerdic Painter. Und der ist dabei, 100 Shield Maiden ins Projekt quasi reinzuwerfen. Alter Falter, ey. Weißt du, sagt er, ja, Bretonen müssen warten, aber ich werfe jetzt mal 100 Shield Maiden einfach mal so gegen die Mauer so. Guck dir das an, das ist mega gut. Ich bin echt gespannt. Und ich sehe dann noch so auf dem Bild noch so ein bisschen Flügel, so Dämonenflügel, so. Ah. Ich kann das gar nicht deuten. Also unter Shield Maiden würde ich ja per se erstmal Elfen verstehen, oder? Ja, Elfen oder irgendwie sowas in die Richtung, ja, nordisch, Wikinger-mäßig, ne? So was irgendwie, ja. Keine Ahnung, für so eine Armee, ne? Wo dann wirklich die Mädels mit ihren geflochtenen Zöpfen dann davor stehen und hauen aufs Schild, ne? Das, was war's dran? Aber das ist halt. Das finde ich halt so großartig, wie, also ich meine, Nerdic Painter ist ja nun offenbar auch ein Veteran. Der hat ja nicht ohne Grund 100 Shield Maiden mal irgendwo im Karton stehen. Ne? Aber auch diese Herangehensweise zu sagen, ey komm, ist mir scheißegal, ich male das jetzt an, mal gucken, wie viel ich bis dahin schaffe halt. Ne? Es ist total geil. Also das ist gerade diese geisteskranke Attitude, die ich einfach liebe. Das ist echt geil, ne? Er ist sogar bei uns mit auf dem Malworkshop gewesen. War er? Das müsste Alexander gewesen sein, mit dem wir abends noch Bier getrunken haben. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Das ist nerdig? Ja. Das war mir gar nicht bewusst. Ja, gut, ne? Heißt auf Instagram, unser Alex heißt dort Noerdic Painter, wenn ihr da mal gucken wollt. Dann guckt euch das mal an. Aber Alex war bei uns auf dem Malworkshop. Ja. Das passte. Das war super. Geile Scheiße. Er hatte hier noch ein weiteres Bild, ne, wo man dann die Dame mit ihren Armbrüsten sieht. Ne? Da muss man auch ganz ehrlich sagen, also es scheinen mir keine Elfen zu sein, aber es ist ja auch völlig egal. Aber das sind unglaublich geile Miniaturen. Also da kommt einfach nur Fantasy aus den Ohren raus, wenn du dir das anguckst. Weißt du, welche ich meine? Ich bin gerade 24.06. 24.27. Ich bin gerade bei dem Drachen, den er da aus Resin dann, der sich da am Baum festhält. Da bin ich gerade. Jo. 24.06. Weil dann kommt deine ganze Armee.
Kommt wahrscheinlich da drunter irgendwann, ne? Ach da, ja, ja, genau, mit seinen Shield Maiden und so. Ja, das ist... Ey, das ist schon ziemlich fett, alter Schwede. Das geht schon ziemlich steil, ne? Ja, dann haben wir noch unseren Phil, a.k.a. Hammer 4000. Der geht mit Orks quasi ins Rennen. Das ist doch was für dich, oder? Phil macht zum Beispiel 40 Goblin-Bogenschützen, 4 Steintrolle, 10 quasi Wolfsreiter, ein Pumpwagon, in Anführungszeichen, 30 Orks und ein paar Helden hier und da verteilt. Das ist schon geil. Auf die Gefahren, dass ich mich hier wirklich wiederhole, aber es ist exakt das, was ich wirklich so unglaublich ansprechend an dieser Art von Armee finde. Du hast halt klar unterteilte Einheiten und jede Einheit sieht für sich selbst genommen schon einfach nach einer Masse aus. Wenn man jetzt mal hier so durchzieht, haben wir, glaube ich, 3 Ork-Einheiten zu jeweils 10 Boys. Mhm. Dazu noch ein bisschen gerödelt, da hinten noch Wildschweinreiter. Sieht aus wie Trolle, glaube ich, da hinten. Ja, oder? Sagt er, 4 Steintrolle. Oder genau, 4 Steintrolle. Ja. Und das Ganze zusammen wird echt ein stimmiges Bild. Also das hat richtig Charakter. Also du, das ist halt nicht 4 Leute, die durch die Gegend ziehen und mal irgendwie jemanden irgendwie als vors Fressbrett hauen, sondern das ist hier wirklich... Das ist wirklich eine Schlacht auf den Pelennor-Feldern halt, ne? Ich mag sehr gerne diese MDF-Bases, ne? Ich bin ein riesen Freund von, ne? Ich habe mir für Kings of War, habe ich mir ja auch welche gekauft, in den verschiedensten Abmessungen, ne? Die man da so braucht. Ich bin ein riesen Freund von MDF-Bases. Ja, finde ich toll. Bin ich auch ehrlich gesagt auch komplett dabei. Ich habe mir nochmal angeguckt hier, was es für Plastik-Bases gibt oder Regiments-Bases gibt. Das ist alles Schrott. Damit kann ich nicht wirklich glücklich werden. Ich werde dazu auch übergehen, mir auch diese MDF-Bases zu besorgen halt. Ja. Zumindest als Regiments-Base. Ich habe für meine Echsen habe ich mir diese 40x20mm Bases für die 10mm Echsen, die eigentlich so Warmaster-Größe haben, die habe ich mir ausgedruckt, ne? Also das habe ich mir jetzt irgendwie dann geklemmt, da irgendwelche so in MDF zu bestellen oder so. Die habe ich mir eben auf den Drucker geschmissen, habe die selber ausgedruckt. Das ging auch ratzfatz. Aber diese ganzen, wie du sagtest, ne, so diese ganzen Regiments-Dinger da und die du nachher in so einen Tray reinpacken könntest, ne, boah, geil. Ich glaube, wir müssen nochmal bei den Engländern doch bestellen. Auch wenn ich weiß, Hauke, du sagst, die können mich mal alle ganz, ganz gerne kreuzweise und können ihr Pint of keine Ahnung was selber trinken da hinten. Ihr Pint of Shame, echt. Ihr Pint of Shame, genau. Ring, ring, shame, ring, ring. Aber man muss ja der Fairness halber auch echt aufpassen, dass man nicht den falschen Leuten wirklich gegen Schienbein tritt. Ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass so jemand, der mit seiner kleinen Bude da sitzt und irgendwelche Regimentsbases aus MDF herstellt, lasert und totaler Enthusiast ist, dass dem wirklich alles andere durch den Kopf geht als irgendwelche Großmachtträume von Großbritannien. Ne? Sondern ja, dass der das vielleicht sagen würde, ich möchte gerne meine Bases auch weiter in Europa verkaufen. Also von daher muss man aufpassen, dass man nicht den falschen Leuten echt wirklich da Unrecht tut. Ja, ich werde nachher mit meiner Frau wieder so ein bisschen auf dem Sofa liegen und Game of Thrones gucken. Und ich weiß, dass ich zwischendurch mal mein Handy nehmen werde und doch mal so nach den Bases gucken muss und so. Ja, ich mag. Ach ja, wie gesagt, so, dann hat unser Alex hat wieder, ne, aka Nerdic Painter, hat dann wieder so ein paar, wie gesagt, seiner Shield Maiden da rausgeholt. Ne, die finde ich sehr, sehr geil mit den Armbrüsten dabei, ey. Super. Ich weiß gar nicht, welche Figuren sind das. Sind das die von Atlantic Wargames? Keine Ahnung. Oder sind die von, warte mal, sind die von Frostgrave? Nee, also Frostgrave, die schreien mir. Nee, Frostgrave glaube ich nicht. Nee, dafür sind mir die nicht knubbelig genug. Okay. Dafür sind mir die, weiß ich, Alex, wenn du das hörst, schreib mal eben bitte. Das würde uns mal eben kurz dann interessieren. So, Hocke, jetzt wird's interessant, weil Zinnsoldat nämlich am 25. mal seine Minis gezeigt hat, wie er plötzlich anfängt, diese Sachen zu basen. Und da habe ich davon wegen, sag mal, Piwi, wieso bist du eigentlich so blöd und hast das nie so auch gemacht? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, also das Gesamtkonzept, ne, dass du halt gerade bei Rank and File, dass du ja teilweise dann auch nicht mehr Einzelfiguren auf dem Base klebst, sondern dass du einfach die Gesamtkomposition im Auge haben musst, dass du halt ein Viereck vieler Figuren baust, das insgesamt gut aussehen muss, das war mir klar. Aber die Herangehensweise, sozusagen das Base zu nehmen und mit den Figuren außen anzufangen und von dort aus sich nach innen reinzuarbeiten, ist total sinnvoll und war mir unbekannt.
Ja, total gut. Gerade wenn du solche Sachen machst, wie diese cineastischen Bases dann wirklich dann, wenn du die herstellen willst, ne? Also gerade sowas wie Kings of War oder, mein Gott, lass es dann auch One-Page Rules, Fantasy Regiment sein und so weiter. Alles cool, aber ich saß da immer und hab mir überlegt von wegen, okay, ich habe jetzt mein kleines Viech auf einer 20x20 Base und wenn ich den da dran stelle, dann passt das nicht, weil dann hängt der mit seinem Ellenbogen in der Fresse vom anderen Zwerg. Aber das ist geil. Das ist vor allem ist es profimäßig bis in Extenso ausgereizt. Ich kenne das halt, wie du halt auch sagst, ne? Du sitzt da mit deiner Figur, klebst sie auf ein 20x20 Base, so. Dann fängst du mit einer an. Vorzugsweise, ich fange immer mit dem Standartenträger an. Also exakterweise genau mit dem Gegenteil. Also ne, in der Mitte fange ich an. So, dann klebe ich den nächsten daneben, sodass der eben nicht mit dem Ellbogen dem anderen in die Fresse haut, sondern da vernünftig steht halt. Ne? So, und dann bist du schon bei der Außenfigur. Und da musst du ja so langsam aufpassen, dass die Figuren, die halt sozusagen an der linken Seite stehen halt, ne, dass die nicht alle stumpf nach vorne gucken, das sieht ja völlig lebensfremd aus, die müssen ja auch so ein bisschen nach links gucken, weil stell dir vor, du marschierst, also vor dir sind deine 20 Skelettkumpels, die marschieren vorwärts und du bist im dritten Rang. So, was machst du denn? Du guckst doch nicht die ganze Zeit dem anderen auf seinen zerfetzten Lendenschurz, sondern du guckst doch eher nach links, ob da noch irgendwas Lebendes rumrennt. Halt, ne? Und das dann sozusagen cineastisch vernünftig ansprechend für die Augen darzustellen, ist eine Sache. Aber sozusagen jetzt was Zinnsoldat hier macht, der fängt ja mit dem cineastischen Programm sozusagen an und überlegt sich dann, ja, was klebe ich denn in die Mitte? Und da hat er völlig recht, es ist eigentlich völlig scheißegal, was du in die Mitte klebst. Kannst du auch einen Duplostein reinkleben, weil ab einer gewissen Größe sieht man das nicht mehr. Das ist wirklich, wirklich gut. Ey. Das ist, also, das muss ich mir wirklich merken. Gerade für solche Sachen, wenn ich mir jetzt mal überlege, meine Kings of War Armeen mit Contrastfarben hier einfach mal spielfertig irgendwie zu machen oder so, dass ich dann nicht gerade in so einer Sache wieder reinfalle und sage mir von wegen, so, ach guck mal, der sieht bestimmt da geil aus und wenn ich den daneben stehe und dann heißt es nachher wieder von wegen, ja toll, kannst du gar nicht alle hinstellen, weil die passen einfach nicht von ihren Waffen her und von ihren Posen her. Dass da irgendwas mit passieren kann, das hat mich damals schon genervt, als ich meine Warhammer-Zwerge da aufgebaut habe. Ja. So. Das ist auch echt Fluch und Segen. Und ich sag dir eins, echt, also wenn du Pink Horrors of Tsinch in einem vernünftigen Warhammer Fantasy Battle Regiment anbringen muss, ne? Und diese Figuren leben ja davon, dass sie die ganze Zeit ausladen sind und zwar in alle Richtungen. Die dann zusammenzutüdeln, da drehst du durch. Genau. Da macht es wirklich Sinn, sich dann echt wirklich über wie heißt das noch? Regimentsfiller, weißt du, was ich meine? So anderen Kram, den du ins Regiment reinstellst und der dann irgendwie gut ist halt. Ach so, wo das dann einfach, was ich dann plötzlich ein Stein sein kann oder irgendwie ein Baum oder irgendwie sowas, ne? Ja, das passt eigentlich ganz gut. Finde ich auch sehr, sehr geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann kommt Phil wieder, der wieder den Vogel abgeschossen hat. Hat sich zwei Wyvern-Proxies ausgedruckt. Und die finde ich so geil. Ich finde die beiden unten mit, wo die eine Ork, die jeweils einen Kopf dann mit der Kette in der Hand hat. Ey, Alter. Ja. Das ist genau das Richtige. Es ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass man wirklich über diesen althergebrachten, letztendlich ist es ja Starrsinnigkeit, dass alles von Games Workshop sein muss. Nee, muss es nicht. Echt. Du kannst ja auch Sachen selbst ausdrucken. Das ist viel sinnvoller. Ja, oder woanders kaufen, scheißegal. Und das Geile ist ja, dass sie im Prinzip aussehen wie Altglas, ne? Also gerade das Resin, das er gewählt hat. Also zuerst dachte ich, wie hat der das denn angemalt? Wie geil ist das denn? Bis mir klar wurde, dass es das durchsichtige Resin ist, das er da hat halt, ne? Weißt du, das ist so wie früher, wenn du Lego gebaut hast, so, ne? So ich als Kind so Lego gebaut. Und dann waren irgendwann bei den Raumschiffen waren irgendwann so diese neongelben Antennen mit bei. Ja. Da habe ich immer gedacht, von wegen, geil, das leuchtet ja. Wie geil ist das denn? Das leuchtet, ne? Dann hat man immer versucht, das in der Hand zu halten und reinzugucken. Und dann wundert man sich, warum Leute nicht mehr leuchtet. Das ist hier derselbe Effekt. Oha. Das ist ganz geil. Oh, das ist ganz geil. Ja, sehr gut. Also, Phil, also das würde ich jetzt vielleicht nur noch, ja gut, man könnte es auch das Base rund lassen, ne? Ist eigentlich Schiedigoi, ne? Eigentlich. Machst du so ein paar Markierungen dran oder sowas, wo vorne und hinten ist und dann hat sich die Geschichte, ne? So, dann kommt wieder unser Alex, ne, mit seinen Sachen hier. Ich finde diesen Drachen, den finde ich absolut genial.
Du meinst, der am Baum abhängt, oder? Ja, ja, der wirklich da am Baum abhängt, ey, das ist geil. Und wenn du dir unten anguckst, das muss wohl seine Magierin sein, allein schon wie er die bemalt hat, da würde ich ein Bier ausgeben nächstes Mal, wenn wir uns sehen, ey. Geiles Teil. Richtig, richtig gut. Ah, so schöne Sachen hier drin, du. So schöne Sachen. So, dann kommt Mr. S, der kommt auch noch mit dabei. Der hat sich dann dafür stark gemacht, eben mal so eine kleine Vampirtruppe aufzubauen. Und der macht ein großes gestaltetes Base pro Einheit inklusive Helden. Also die, eben diese cineastischen Sachen, die wir gerade angesprochen haben. Hat er sich von Warhammer Age of Sigmar, hat er sich eine Box geholt, hier diese Death Rattle Skeletons. Hat sich von Tuthers Girls of the Galaxy, hat er sich so eine Art, ja, ich hab's fast gesagt, sieht aus wie eine Kriegernonne, so nach dem Motto. Ja. Super geil. Und dann noch so ein paar Banshees dazu, ne? Alter, ey, geil. Und wie Mr. S es sagt, ne, das ist ja das wirklich Geile bei Rank and File. Das läuft ja, in diese Richtung läuft das ja. Du kannst ja, das ist ja überhaupt gar kein Problem, Figuren auf einem Rundbase aufzubauen und dann später in ein Regiments-Base reinzustellen, wo du halt die entsprechenden Aussparungen für das Rundbase drin hast. Andersrum ist halt scheiße halt. Du kannst dir halt dein Regiments-Base halt nicht zersägen in Einzelfiguren, ne? Ja, das stimmt. Und das heißt halt, Rank and File ist halt, das ist ja auch nichts Neues oder irgendwelches Hexenwerk oder so, ne? Das ist einfach nur eine andere Art der Aufstellung, eine andere Art des Spiels. Aber es hat ja nichts damit zu bedeuten, dass man jetzt auf ewig daran festhalten muss, halt immer alles irgendwie halt in Blöcken zu bewegen. Ganz im Gegenteil. Man kann es ja so machen und auch anders halt. Und Mr. S führt es hier wunderbar vor. Ich finde, Hauptsache dieses quadratische Rechteckige ist dann irgendwie so da und ob du dann deine Lebenspunkte dadurch darstellst, dass du Figuren wegnimmst oder legst einen Würfel daneben oder so einen Rundenzähler oder irgendwie sowas. Weißt du, es gibt ja so schöne aufs MDF, wo du wirklich Lebenspunkte mit abzählen kannst zum Beispiel. Fände ich auch total in Ordnung, auch bei normalen Fantasy-Spielen. Auf jeden Fall. Also, ne? Also gerade bei Black Powder ist es ja auch so, dass eine Einheit halt eine gewisse Anzahl von Hitpoints hat. Ne? Und da entfernst du ja nicht irgendwie die Figuren, sondern die sind ja vielfach dann auf sogenannten Multibases angebracht, zum Beispiel 5 Figuren auf einmal 50x50 mm. Mhm. Und wenn die Anzahl der Hitpoints, die du dann durch Würfel anzeigst oder wie auch immer, erreicht ist, ist halt die Einheit weg, so. Punkt. Ja, so ist es. Es ist halt die ganze Zeit schön fürs Auge anzugucken und ach ja. Das schaffen die. So, Hauke, und dann kam Christoph auf den Discord. Und Christoph, wenn du das jetzt hörst, Alter, ich feier dich so mit deiner Zwergenarmee. Ich feiere dich richtig. Das ist, also ganz ehrlich, der hat schon angefangen zu bemalen und das sind Zwerge. Der hat ein ganzes Slayer-Heer, hat er sich dahingestellt. Und ich weiß nicht, aber es sieht einfach nur grandios aus. Wenn das alles fertig ist, alter Falter. Ich freue mich. Das ist halt so wie Gregor halt bei der letzten Aufnahme sagt, ne? Suizidale Zwergenpunks, Alter. Und nicht einer, sondern 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einheiten plus eine ganze Menge Charaktermodelle. Genau, 1, 2 viele würden die Orks sagen, wenn sie sich dagegen stellen. Ja. Und wenn du die einzelnen mal anguckst und in die Gesichter reinguckst, ne, da denkst du, du bist in Irland und einer noch eine schönere Nase als der andere und der Bart immer noch schöner als einer hinter ihm und vor ihm und was weiß ich nicht was. Oh, sowas ist geil. Wenn er die jetzt alle noch so fertig kriegt und ich meine, der große Teil ist ja schon fertig, ne? Also seit einige, wenn du so siehst, dann hat er schon die Bases fertig und fehlen nur noch so ein bisschen so kleinere Details, aber einfach nur Hammer. Das ist riesengroß. Das ist ja letztendlich auch Sinn und Zweck unserer ganzen Aktion hier, ne? Also wir wollen uns ja nicht selbst beweihräuchern oder toll finden oder jetzt irgendwie abstrakt für Rank and File kämpfen. Darum geht's ja gar nicht. Worum es uns ja eigentlich geht, sind ja die Menschen, die dahinter stehen, ne? Die unglaublich viel Spaß haben. Du musst dir mal vorstellen, Christoph, der sagt, Alter, hier, ich hole jetzt meine Zwerge wieder raus. Ich weiß ja nicht, wie es Christoph genau ergangen ist, aber ich stelle mir es jetzt so gerade jetzt so vor, einfach so. Alter, ich drehe durch, ich habe wieder total Bock, holt die ganzen Slayer raus, stellt die dahin und hat wieder Bock, die Sachen zu bemalen, hat wieder Spaß an der Armee, nicht gestresst, sondern, ne, Christoph jetzt für Examenszwecke. Also, das ist es ja, ne, den
die Leute zu motivieren, Spaß zu haben, gemeinsam Sachen zu teilen, halt zu zeigen, wie geisteskrank bist du? Ey, hast du 100 Shieldmelder? Ich kann mehr, ich habe 100 Slayer, Alter. Das ist so, das Ganze einfach nochmal zu toppen, einfach, ne? Ja, das schaffen die auf jeden Fall, ne? Also, das ist schon, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine ganz, ganz illustre Runde, die sich hier auf dem Discord zusammengefunden hat. Ich bin gespannt, was der Tablepot da drüben macht. Ja, die sind jetzt in der Bringschuld natürlich, ne? Ne, die sind so ein bisschen in der Bringschuld. Habt ihr gehört, Jungs, ne? Habt ihr gehört? Hier, ne? So. ja, also von daher, ich find's genial. Genial, was hier gepostet wird. Ich find's genial, was da für Ideen rumkommen. Und ich fühle mich so ein bisschen so in so einer Gemeinschaft, wo man einfach sagt, so komm, wir machen das jetzt und man ist dabei und wir fangen an zu malen und ne, ich bin ja nur mit meinen 10 mm Echsen bin ich ja hier nur quasi mit dabei. Aber ey, Alter, ich hab einen Held auf dem Carnosaurus habe ich fertig bemalt, den habe ich jetzt gerade in der Hand. Dann habe ich mein Froggy bemalt, der auf seinem fliegenden Thron hier drauf sitzt. Der ist auch schon fertig. So, und jetzt gehe ich so langsam rüber in die normalen Einheiten und da male ich jetzt die Tage irgendwann schön weiter. Also von daher, das wird auch genial. Freue ich mich auch drauf. Ja. Das wirklich Schöne ist doch, dass man halt ein gewisses Maß Struktur hat. Dass man halt nicht alleine in seinem Kabuff sitzt und irgendwie 100 nervige Trollslayer anmalen muss, sondern dass man halt sagt, ey, ich habe das meinen Jungs erzählt, die finden das auch cool, die habe ich noch angefeuert, die haben gesagt, wir haben hier zwar viele Beknackte, aber du bist der Schlimmste. Das ist so. Du, das liegt aber auch, glaube ich, mit der Auswahl der Armee zusammen. Also wenn du schon sagst, ich mache eine komplette Slayer-Armee. Ja. Ne? Also Christoph, ohne dir jetzt nahe treten zu wollen, aber das hast du schon richtig ausgesucht. Ich finde das cool. Ich finde das ganz mega großartig. Geil. Mega, 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 mega geil. Ich finde, wir sollten jetzt nochmal irgendwie gucken, wenn der Podcast hier jetzt dann wieder raus ist, unsere kleine Zwischenfolge, dass wir vielleicht nochmal irgendwie sagen, wir treffen uns einfach mal abends irgendwo Sprachchannel im Paint Hub 1 und sagen einfach so, ne, wir malen heute einfach zusammen, kommt einfach dazu, dann schnacken wir und zeigen unsere Ergebnisse und so weiter und so fort. Ich glaube, das kriegen wir bestimmt nochmal irgendwie hin. Das denke ich auch. Piwi, wir machen ja beide quasi im August Urlaub und dann haben wir ja auch eine kleine Live-Sendepause. Wir hauen uns zwar noch Folgen raus, die wir schon aufgenommen haben, aber da sind wir beide erstmal irgendwie ein bisschen weg. Und davor, glaube ich, wäre das echt angezeigt, dass wir nochmal hier ein offenes Malen machen, wo jeder dazu kommen kann, der Bock hat. Und dann erzählen wir uns mal gegenseitig ein paar Geschichten. Genau, das denke ich auch. Das Ganze machen wir dann nicht über Twitch, sondern wir lassen das schön auf unserem Discord, einfach klein und heimelig. Und die nächsten Sachen, die ihr bei uns bei Twitch und beziehungsweise bei YouTube sehen könnt, werden wahrscheinlich dann wieder eine neue Folge für Ranger des Shadow Deep. Freue ich mich auch sehr, sehr drauf. In der Tat. Ne? Cool. Hauke, ich glaube, wir haben ein kurzes Zwischenupdate mittlerweile in 54 Minuten gepackt. Ja, ich habe auch gerade gedacht, so eine kurze Folge ist jetzt doch ein bisschen lang geworden. Vor allem, ich muss ja auch mal ein bisschen malen. Ich kann nicht nur die ganze Zeit hier sappeln. Echt. Das ist egal. So, komm, wir haben jetzt eine ganze Stunde gequatscht darüber, über RNF 22. Wir machen das so, wir werden diese Woche mal die ganzen Bilder hier vom Discord abgrasen und die in unsere Social-Media-Kanäle streuen, sodass ihr dann auch mal gucken könnt, worüber haben wir beide denn dann gequatscht. Wenn ihr mitmachen wollt, dann nutzt doch einfach in euren sozialen Medien den Hashtag RNF22 und wir grasen das Ganze dann ab und nehmen euch dann mit in die nächste Social-Media-Geschichte mit rein. Und ja, dann erzählt uns doch vielleicht mal ein bisschen so über eure Armee. Was habt ihr euch überlegt? Was wollt ihr malen? Und was liegt vielleicht bei euch noch auf dem Stapel der Möglichkeiten, die genau zu diesem System vielleicht wunderbar passen? Cool. Hauke, hast du noch was? Ich kann nur noch sagen, Leute, macht euch einen schönen Sommer, genießt das Wetter, genießt das Hobby, schöne Zeit für euch. Genau, würde ich auch so sagen. So, dann sind wir raus, ne? So. So. Bis dann. Tschüss. Tschüss.